Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, und herzlich willkommen hier nochmal zur Agrarian Sky Singleplayer Map. Beziehungsweise eigentlich ist es gar keine Map, sondern ja, es ist einfach nichts. Einfach eine Nichtskarte, wo ich angefangen habe, mir ein kleines Inselchen zu bauen. Und ja, ihr seht ja schon, hier experimentiere ich quasi immer rum für das Multiplayer-Projekt. Das bin ich ja momentan auch am Bauen, dieses ME-System. Funktioniert auch schon soweit. Aber gut, das macht es auf der Multiplayer-Map auch schon mittlerweile. Da kann man alles schön einsortieren, auch danach suchen. Hier Hives, alle da. Fisch, zack, alles direkt da. Aber das werdet ihr noch im Multiplayer ein bisschen genauer von mir sehen. Und ja, was ich hier sonst noch gebaut habe, manchmal bin ich auch einfach nur kreativ und baue irgendeine Scheiße. Ich habe mir hier zum Beispiel einen kleinen Pool gebaut mit Glasboden, der zwar irgendwie optisch ein bisschen am Rumspacken ist, was aber nicht meine Absicht war. Und natürlich hat er auch einen Sprungturm, den möchte ich mal kurz demonstrieren. So. Ups, das war die falsche Richtung. Mit dieser F5-Ansicht von vorne komme ich nicht parat. Wie man es von einem Sprungturm so kennt, gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Wir haben hier den normalen Sprungturm. Platsch. Wunderschön. Nicht absaufen. Und das ist jetzt quasi der Dreier. Dann können wir noch hoch hier auf den Zehner. Hallo. Die Sonne im Rücken. Platsch. Hui. Und für die richtig krassen Bros unter euch, die richtig geilen Jumper, die färben Jumper-Skills haben, gibt es hier auch noch sowas. Ich gehe drauf. Lass los. Alles jetzt vollautomatisch. Das war das. Da haben wir halt hier vorne so ein Bounce-Pad, was nach vorne ausgerichtet ist. Und dahinter diesen Slime-Channel, der quasi eure Figur in eine bestimmte Richtung bewegt. Und das Ganze haben wir natürlich auch noch auf dem Zehner, so wie es gehört, versetzt. Und Flatsch, einmal kurz drauf. Hui! Bau! Ups. Manche von euch haben vielleicht meine Folge gesehen, in der ich versucht habe, eine Hüpfburg zu bauen. Was kläglich gescheitert ist, aber ja gut. Das ist eine andere Geschichte. Und mit diesen Bounce Pads kann man halt schon viele coole Sachen machen. Aber man braucht halt relativ viele. Man kann quasi auch senkrecht sich abschießen. Mal kurz demonstrieren. Bounce Pad, zack, haben wir eins. So. So, wir machen mal, wie viel sind das da jetzt? 8. Wow, das war nicht richtig, das da. Aber 8 reicht noch. So. Das Ganze machen wir gegenüberliegend auch. Die richten sich übrigens nach eurer Blickrichtung aus. Zack. Und das war's. So, wenn ich jetzt runtergehe, ich muss natürlich meine Flugfähigkeit mal deaktivieren. Dann laufe ich einfach da rein. Yep, das ist hoch. Also richtiger Senkrechtstarter könnt ihr hiermit werden. Ist natürlich im Survival doch relativ gefährlich. Und wenn wir das ganze Ding halt jetzt noch höher machen, dann werden wir, glaube ich, auch noch ein wenig höher katapultiert. Wir machen mal noch 4 dazu. 1, 2, 3, 4. So, wir sind jetzt auf Höhe 104. Gucken wir mal, wie hoch wir kommen. 189 habe ich da gesehen. Ja, ja, ist gut. Also wir haben uns quasi innerhalb von wenigen Millisekunden
um 85 Blöcke in die Luft katapultiert. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir noch zwei dazu machen. Ob wir dann nur auf die 191 kommen oder ob es dann noch weiter nach oben geht. Ja, nein, scheint. The sky is the limit, kann man hier wohl irgendwie sagen. Bei 191. Oder bin ich gegen eine Wolke gedatscht? Das kann natürlich auch gut sein. Jupp. Das geht aber nicht. Wo sind wir denn hier? Das geht nicht. Machen wir kurz die Wolke hier oben weg. Das sieht doch gut aus. So, Arschbombe. So, dann schauen wir jetzt mal, wie hoch es jetzt geht. Und ab geht's. Ja, 200, 309. Schön. Gut, dass man auf dem Wolkenbereich landet. Also, das ist doch schon krass. Und noch einmal, weil es so schön war. Das zweite Mal geht es leider nicht mehr so hoch. Schauen wir uns das Ganze mal von vorne an. Erstmal positionieren. So. Ich kann fliegen. Jetzt hänge ich wieder in der Wolke. Was ist denn das für ein Mist mit den Wolken? Sehr, sehr geil. So, jetzt versuchen wir es nochmal. MWA. Oh, da fehlt sogar noch einer. Deswegen kommen wir immer so schepp hoch. Wenn wir jetzt noch. Sagen wir mal 1, 2, 3 draufsetzen. Wir setzen noch 3 drauf. Nicht einen, nee, nee. Oh, habt ihr gerade gesehen? Jetzt sind die Watergeysire erst fertig mit Pusten geworden. Hatte ich jetzt auch. So, schauen wir mal, wie hoch wir jetzt kommen. Eben waren wir 305 oder so. Und ab geht's! Ja, uns bringt noch mal um einiges mehr. Also 30 Blöcke oder so haben diese drei Dinger hier jetzt gebracht. Alter, ist das geil. Yeehaw! Sehr, sehr geil. Ja, und so einen Scheiß mache ich halt auch mal ab und zu ganz gern. Heute kommt hier leider nichts Produktives von mir. Ich wollte halt einfach mal so ein bisschen zeigen, was ich hier gebaut habe. Und ja, außer diesem Sprungturm gerade mit euch zusammen. Jetzt kommt wieder was raus. Hat sich wohl irgendwo noch ein bisschen Wasser eingeschlichen da unten. Außer diesem Sprungturm und diesem Planschbecken habe ich eigentlich nichts Produktives gemacht. Schauen wir mal, ob es immer noch funktioniert. Ja, geht also immer noch. Das Ding wird nicht mehr voll, produziert aber immer noch richtig viel Energie. Haben jetzt schon 1 Million. Also das läuft, das läuft. Sehr schön, sehr schön. So, gut, dann würde ich sagen, mache ich hier auch mal eine ganz kurze Folge nur. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.